Heute ist der 5. August, nachdem gestern der Tag des Champagners war. Heute, wie angekündigt, der Tag des Bieres. Und im Vertrauen gesagt, Bier löscht besser den Durst. Wer immer heute Geburtstag hat, ich hebe mein Glas. Prost dem Geburtstagskindern. When I step off, it's just going to be a little step. It's going to be a step from there down to there. Der Kameramann Michael Ballhaus gehört zu den deutschen Filmkünstlern, die es auch in den USA zur höchsten Anerkennung gebracht haben. Naja, Ballhaus ist natürlich eine Ikone. Heute gratuliere ich Rosi Mittermeier, unsere Gold-Rosi, 1976 in Innsbruck. Zweimal Gold, einmal Silber. Nach der zweiten Goldmedaille riefen alle Deutsche Rosi, Rosi noch einmal. Eben die Olympischen Spiele von Innsbruck und das ist ja ganz in der Nachbarschaft und da war es natürlich auch ein absoluter Wahnsinn von den Zuschauern her, von allem drumherum. Die ersten 4 Wochen sind in unser Haus 40.000, das hat die Post gezählt, um die 40.000 Briefe in unser Haus geflattert. Dass um unser Haus dann kein Gras mehr gewachsen ist, weil da so viele Leute am Zaun gestanden sind, dann Blasmusikkapellen auf die Winkelmoosalm gefahren sind und wir dann von Parterre in den ersten Stock gezogen sind mit der Küche, weil das schwierig war, da unten nach wie vor zu wohnen. Und sie lacht heute noch so schön wie damals. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und was noch an diesem Tag los war, sehen Sie jetzt. Am 5. August 1963 unterzeichnen die Außenminister der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion in Moskau ein Abkommen über ein Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und im Wasser. Andrei Gromyko und Lord Hume signed for the US, Russia and Britain. Skandal um Ingrid Bergman. Aufsehen erregte die schwedische Schauspielerin am 5. August 1949 mit der Mitteilung, sie werde sich von ihrem Mann Peter Lindström scheiden lassen, um mit dem italienischen Filmregisseur Roberto Rossellini zusammenzuleben. Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft. Am 5. August 1955 lief der 1 millionste Käfer, VW Käfer, in Wolfsburg vom Band. Er lief und lief und lief. Es war das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders.